Deutsche Meisterschaften im Speedskating in Groß-Gerau und er war der große Star. Simon Albrecht stellte am Samstag, dem zweiten Wettkampftag, einen neuen Weltrekord über die 300 Meter Sprintstrecke auf. Ja, es war ein super Erlebnis. Also ich bin ja im Kriterium schon eine Bestzeit gelaufen. Da dachte ich, viel schneller geht es eigentlich nicht mehr. Das schaffe ich nicht nochmal. In den Trainings ist es auch nie annähernd an die Zeit vom Kriterium, also vom Frühling rangekommen. Und dann gestern die Zeit, als ich die gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist mal was. Bei den letzten Europameisterschaften gelang ihm der große Coup. Bei 9 Starts holte er sich 9-mal die Goldmedaille. Simon ist eben ein ganz besonderes Talent. Also Simon zeigt vorhin aus, dass er einen absoluten, fabulosen Start hat. Er ist momentan einer der weltschnellsten über die ersten 100 Meter und dann sind die anderen 200 Meter technisch ihm sehr gut gelungen. Er konnte die Kurven sauber durchfahren, hat eine Linie erwischt, wo er die ganze Zeit den Druck halten konnte und somit auch das Tempo durch die gesamte Kurve ziehen konnte. Und es hat dann zum Schluss den Aufschlag gegeben. Am Sonntag ist der frisch gebackene Weltrekordhalter dann noch über die 1000 Meter gestartet. Fast so etwas wie Langstrecke für den Sprinter. Ja, also beim 1000 Meter kommt es auch immer aufs Feld drauf an, wenn man weiß, der ist im Antritt auf jeden Fall der Sprintstärkste. Da kann man das Rennen von vorne kontrollieren. Wenn jemand vorbeifahren will, mal Antritte machen, dass er nicht vorbeikommt, dann wieder lockerer machen, dass sich die Beine erholen. Und dann geht es, wenn man es gut kontrollieren kann, von vorne ganz okay als Sprinter. Dass sich der Sprinter am Start durchsetzt, davon konnte man ausgehen. Die Frage war, kann er das Tempo bis zum Schluss halten? Denn immerhin lagen 3,5 Runden vor ihm. Aber auch nach 400 Meter lag er noch in Führung. Das taktische Konzept ging auf. 2 Runden noch zu laufen. Das Rennen da taktisch sehr gut, so wie wir es vereinbart haben. Mein Teamkollege an 2. Ich kontrolliere das Feld von vorne, probiere so zu laufen, dass kein anderer vorbeikommt und dann 1 und 2 das nach Hause bringen. Eine Runde vor Schluss, Simon immer noch in Führung. Und er wollte das Tempo weiter hochhalten und keinen mehr an sich vorbeilassen. Die Zuschauer begeistert und der Weltrekordinhaber über 300 Meter holte sich auch den deutschen Meistertitel über die 1000. Doch was sind die weiteren Ziele? Also Ziele erstmal die Europameisterschaft gut zu laufen, so wie letztes Jahr. Das war ja nahezu perfekt. Wenn ich das wieder hinbekommen würde, wäre ich schon mal sehr zufrieden. An der Weltmeisterschaft um die Medaillen laufen. Wer weiß, mein letztes Juniorenjahr, vielleicht reicht es mit Gold. Aber jede Medaille ist sehr zufrieden. Was auffällt beim Speedskating im Gegensatz zum normalen Freizeitskaten, ist der unterschiedliche Schuh und die Rollen. Ja, der hauptsächliche Unterschied besteht in der Wahl des Schuhs. Wir haben sehr flache Carbon-Schuhe, im absoluten Spitzenbereich Maß angefertigte Schuhe aus leichtem Carbon mit Leder überzogen, sehr verwindungssteife Schienen und im absoluten Topbereich auch die 110 mm Rollen. Mit den Ergebnissen der deutschen Meisterschaft waren die Trainer durchweg zufrieden. Stellt sich die Frage, wie stehen die deutschen Speedskater denn im internationalen Vergleich? Ja, wir sehen momentan recht gut aus. Also wir haben letztes Jahr geschafft, bei den Junioren oder auch im aktiven Bereich sehr viele Europameistertitel zu sammeln. Besonders Felix Rhein und Simon Albrecht, die 2 Sportler, waren sehr erfolgreich. Auch an der Weltmeisterschaft haben sie Medaillen sammeln können. Und auch die Damen sind unter den Top 5 in Europa und auch in der Welt platziert. Also da sehen wir auch international sehr gut aus. Bei den Männern galt es vor allem, ihn zu schlagen. Felix Rheinen aus Darmstadt, Speedskater aus Leidenschaft, begeistert von der Sportart. Ja, sehr actionreich, hohe Geschwindigkeiten, viel Bewegung, viele Teilnehmer, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, alles spielt eine Rolle. Die Rennen sind super spannend, Stürze, Positionswechsel gibt's alles. Und deshalb seit über 15 Jahren liebe ich die Sportart und noch wie am ersten Tag, da hat sich nichts dran geändert. Für ihn war dieses Rennen auch keine leichte Angelegenheit, denn für ihn sind die 1000 Meter fast schon zu kurz. Es ist ganz individuell. Also ich bin Langstreckler, für mich sind die 1000 Meter ziemlich kurze Strecke. Das heißt, ich habe eigentlich von Anfang an versucht, das Tempo hochzuhalten, um den Kurzstrecklern, den Sprintern das Leben möglichst schwer zu machen. Das hat im Endeffekt gut funktioniert. Und so muss man seine Taktik immer auf die eigenen Stärken ausrichten und für jede Strecke neu anpassen. Doch in der letzten Kurve setzte sich der Darmstädter an die Spitze und konnte das Rennen und somit den deutschen Meistertitel für sich entscheiden.
aus Gera und Bronze für Gera. Felix Reinen vor Etienne Ramali.